Ich darf Sie wieder begrüßen bei der dritten Liga hier bei uns auf krone.tv. Dieses Mal mit Werner Trost, dem Obmann vom FCM Dreiskirchen. Werner, hallo. Hallo, servus Marco, danke für die Einladung. Bitte, immer wieder. Dich lade ich gerne ein. Hans Priegel habe ich heute nicht eingeladen. Weil dieses Duo haben wir schon mal gehabt. Trost, Priegel war sehr lustig. Bei Wer weiß mehr, genau, haben wir gehabt. Wer hat gewonnen damals? Der Hans. Ich bohr wieder in Wunden. Tut mir leid. Waren schon schwere Fragen damals. Waren schwere Fragen und es werden auch heute schwere Fragen auf dich zukommen. Du bist Obmann in Dreiskirchen. Dreiskirchen hat ja das Training schon aufgenommen. Seit 10 Tagen darf man ja wieder in ein Mannschaftstraining ohne Zweikämpfe und so bestreiten als Ostligist, als dritter Ligaverein. Genauso wie ihr es praktiziert. Wie macht sie das? Wie oft trainiert sie? Wie oft trainiert Oliver Lederer mit seiner Mannschaft? Und hast du schon ein paar Trainings angeschaut? Ich bin bei jedem Training dabei. Also die Trainer, der Oliver und der Max, haben sich da sehr viel einfallen lassen. Ja, es läuft wieder der Spaß und sehr viel mit dem Ballen, also eigentlich alles mit dem Ballen. Wir trainieren am Hauptfeld und haben natürlich relativ viel Platz, meistens in 3 Gruppen mit so 8 Spielern. Und ja, ist schön anzuschauen, einmal was anderes. Da wird Fußball, Tennis, Rondos, alle möglichen Sachen mit Abschluss teilweise was gespielt. Und ja, die Spieler sind wieder froh, dass sie am Platz stehen dürfen. Der Trainer ist froh, dass er am Platz stehen darf. Und ja, es lachen alle und das ist das Wichtigste, schön anzuschauen, ja, dass wir wieder am Platz sind. Das ist das Wichtigste. Du sagst, das Runde Leder darf wieder rollen. Ich glaube, Oliver Lederer freut sogar mehr als wie die Spieler, oder? Dass er endlich wieder auf seinen Fußballplatz kann. Ja, der Oliver in dem Sinn ist Profitrainer, nicht bei uns. Und viele Spieler gingen arbeiten, dann daneben Fußball spielen. Ja, und natürlich, und auch die Studenten, die was jetzt gerade die Matura machen und halt studieren müssen. Die haben auch anderwertige Sachen zum machen. Der Oliver natürlich mit seinen Kindern viel im Garten, viel arbeiten. Ja, aber natürlich gefreut sich, dass er am Fußballplatz wieder steht darf und dass er mal vor allem die Gesichter wieder sieht und mit alle persönlich wieder reden kann. So haben wir immer nur Skype-Konferenzen gehabt und ja, und jetzt steht er halt am Platz wieder mit den Spielern. Derer Wochen werden wir 3-mal trainieren: Dienstag, Donnerstag und Freitag. Ja, und ja, schauen wir, was wir derer Woche machen. Ich habe Skype-Konferenzen, Pulsuhren, Läufe und Stabilisationstraining können die meisten Fußballer oder Funktionäre schon gar nicht mehr sehen oder Trainer. Ja, wie gesagt, da glaube ich geht der Oliver und der Max auch ein bisschen einen anderen Weg. Wir haben jetzt nicht so die Läufe, wir haben eher auch das Heimprogramm mit fußballspezifisch abgestimmt, mit Abbrechen, Wendungen im Training, in die Läufe und gewisse andere Varianten halt, was sie sich da einfallen haben lassen. Also das war jetzt nicht nur monoton Rennen und Grundlagenausdauer oder so, nein, überhaupt nicht. Aber ich habe ein Video bekommen, Oliver Lederer Klopapier-Challenge, gegabelt und dann jongliert. Also nicht nur mit den Füßen ein Talent, aber der Sponsor war da trotzdem ein bisschen besser, oder? Hast du das auch gesehen? Der Höfler Jürgen, ja. Der hat gleich geantwortet, wie andere Spieler auch geantwortet haben in unserer Mannschaftsgruppen drinnen, ja. War recht lustig, aber wie gesagt, es ist dann doch, allerlang ist dann doch Fahrt. Das stimmt. Gescheitersten ist, man sieht sie am Platz, privat, von Auge zu Auge und kann man da kommunizieren und spielen wieder. Dreiskirchen, wenn wir kurz einen Blick zurückwerfen dürfen, 16 Punkte nach 18 Runden, Platz 14. Sagen wir so, Gott sei Dank, irgendwie kann man sagen, unter Anführungszeichen hat es diese Corona-Krise gegeben, obwohl ihr ja ein bisschen was verändert habt wieder jetzt im Winter mit Entro Bayrami, sehr gute Spieler, Bundesliga-erfahrene Spieler geholt habt. Der Auftakt war nicht so schlecht, ein 0:0 gegen Rapid Wien 2, auswärts auch noch, dann ein 1:3 gegen den Abbruchmeister, kann man schon so sagen, Machfeld-Donau und Mannsdorf. Obwohl man dort eigentlich in der letzten Minute das 2:2 gemacht hat, im Gegenzug dann das 1:3 bekommen hat. Das 2:2 haben wir leider nicht gemacht. Ja, das war in der 92. haben wir eine Riesenchance vergeben. Oder so, ja, genau, die Chance hat es vergeben. Genau. Und haben dann im Konter das 3:1 gekriegt und somit wurde das Spiel gegessen. Aber trotzdem glaube ich, dass wir uns im Winter gut verstärkt haben. Und natürlich ist es für uns jetzt ein bisschen ein Klick gewesen, dieser Abbruch.
Der Stress, um einen Abstieg zu spielen, ist natürlich weg gewesen mit dem Sinn, dadurch, dass es auch keine Absteiger gegeben haben. Wir waren jetzt auch nicht auf einem absteigenden Platz, weil wenn wir Rapid sehen, war der 14. Platz kein absteigender Platz, aber natürlich, wenn aus der zweiten Liga vielleicht ein oder zwei in die Regionalliga Ost gekommen war, dann war es auch für uns relativ heavy geworden, weil dann heißt müssen werden öfter oder so oder zwölfter, dass die Liga hält. Und das war dann auch nicht so leicht gewesen, auch mit den guten Verstärkungen, weil wie gesagt, die anderen schlafen auch nicht und haben sich auch verstärkt, wobei ich im Prinzip oben drauf habe ich als Fixabsteiger gesehen, aber hinter uns die Admira, sehr gute Mannschaft da und aber wie gesagt, glücklich natürlich jetzt, wobei ich doch überzeugt gewesen war, dass wir das im Reellen geschafft hätten. Nicht? Weil, wie gesagt, wir haben im Herbst ein bisschen Pech gehabt, eigentlich gut begonnen, waren irgendwo am 8., 9. Platz nach 6 Runden. Ja, dann hat sich der Stürmer verletzt, der Tubetz verletzt, dann hat der Eddie Jusic hat zu wenig Einsatzzeiten, der hat auf einmal aufgehört. Und dann haben wir halt 6-7 Runden ohne Stürmer gespielt. Und dann haben wir 6 Niederlagen ans Wied gehabt. Und das war halt dann schon. Dann habe ich halt den Eddie Jusic wieder angerufen und der Tubetz ist auch zurückgekommen und haben aus den letzten 4 Runden wieder 8 Punkte gemacht. Also man hat schon gesehen, dass das zwei wichtige Spieler von uns waren. Wir wurden sehr jung aufgestellt, haben jedes Match fast mit 6-7 Jugendspielern begonnen, vom Start weg. Und waren da einfach ein bisschen mit Pech verfolgt. Wie gesagt, wir verlieren gegen Wiener Linien und gegen Bruck jeweils mit 1-0. Sind im Prinzip die überlegene Mannschaft und bringen aber keine Chancen ein. Aber das ist halt einmal so. Am Kunsthausenplatz gegen Wiener Viktoria ein 3-3, wo man dann ein glücklicheres, obwohl aber auch hochverdientes Unentschieden geholt hat. Weil Wiener Viktoria hat die Tore geschossen, Dreiskirchen nicht. Und dann am Ende, Gott sei Dank, hat sich das Blatt ein bisschen gedreht. Also man ist immer so ein bisschen, man war nicht viel schlechter. Knapp. Aber es war immer eine knappe Partie in Dreiskirchen und auch die Spiele waren eben knapp. Auch Rapid und Machfeld war immer eine knappe Partie. Jetzt ist in Dreiskirchen meistens so ein Kommen und Gehen gewesen. Jetzt hat man wieder ein paar Neuzugänge, wieder ein paar Abgänge. Wie schaut es jetzt im Sommer aus? Steht die Planung vom Verein, dass man sagt, okay, wir haben jetzt eine Mannschaft gehabt fürs Frühjahr, die entspricht, die behalten wir auch im Herbst oder gibt es wieder Veränderungen? Ja, man muss natürlich, so wie wahrscheinlich jeder Verein, also wir haben natürlich jetzt im Winter den Kader schon enorm erhöht, nicht? Mit 20 Feldspielern und also eigentlich 22 Feldspieler. Und das Budget für nächstes Jahr steht noch nicht ganz, also da wird es noch einen Spielraum geben von 10-15%. Aber es wird schon so ausschauen, dass wir den Kader reduzieren werden, aber schon Qualität haben werden, aber nicht so wie voriges Jahr, dass wir 12 Nachwuchsspieler haben und nur 7 Gestandene in dem Sinn, werden wir jetzt schon auch mehr gestandene Spieler haben, aber auch natürlich junge und denen, für das titulieren wir uns ja, dass wir junge ausbilden. Ja, wir haben sehr viele Spieler zwischen 18 und 21 Jahren, die was noch studieren, die was noch in die Schule gehen und darum haben wir ja einen Oliver Leder als Trainer geholt, weil er einfach ein Ausbildungstrainer ist und dazu stehen wir auch. Aber wir werden es nicht so angehen, wie wir es voriges Jahr im Sommer angegangen sind, dass wir mit Jungen nur spielen und also ich will nicht, dass uns das nicht mehr passiert, dass wir da hinten einrutschen in dem Sinn. Wir planen immer so, dass wir so im Mittelfeld spielen. Und um die 40 Punkte oder so. Ja, das ist diese und das ist ja eigentlich, haben wir jetzt immer erreicht. Außer die Saison, nicht? Und nächstes Jahr werden wir schauen. Schauen wir mal, wann es losgeht und ich hoffe, da machen wir mehr. Der Transfersektor. Gibt es jetzt schon irgendwelche Neuzugänge? Ich habe Patrick Haas, Karalic, der Tormann, den man ja eigentlich im Winter schon geholt hat, wieder verliehen hat, weil er verletzt war und Spielpraxis sammeln hätte sollen. Auch da gibt es noch irgendwelche Neuigkeiten schon, wo man sagt, ja, okay, den sieht man wieder in einem Dreiskirchen-Dress. Ich spreche da jetzt Oliver Mohr an vielleicht oder so. Oder gibt es jetzt überhaupt einen, der noch nicht in Dreiskirchen-Dress gespielt hat? Nein, es ist so. Ja, der Oliver hat sich gestern für uns entschieden, der Oliver Mohr, und wird von Stripfing wieder zu uns wechseln. Und dadurch haben wir mit Haas Patrick und mit Oliver Mohr mal zwei gestandene Spieler jetzt vom Ötter her gesehen und ich glaube, die werden uns sicher helfen. Und man kennt es von einer Art, von einer Einstellung, wie sie sind. Sie waren ja schon in Dreiskirchen jeweils 2 Jahre
Und es freut mich natürlich, dass sie sich für uns entschieden haben und bin sehr froh, dass sie bei uns wieder sind. Und mit dem Max Entrup und mit Eldes Bayrami haben wir schon verlängern können. Dadurch werden wir einfach dieses Jahr, also nächste Saison, einfach eine gestandene Mannschaft stehen. Tormann, ja, da haben wir einen Semir Karalic geholt. Jugendregelung auch natürlich, dass wir wieder einen Tormann in der Jugendregelung haben. Die mittlerweile sind alle rausgefallen aus der Jugendregelung, die was wir gehabt haben. Es wird aber, schauen wir mal. Es werden uns auch der eine oder andere verlassen. Werden wir aber erst der Wochen kommunizieren, weil vorige Woche hat der eine oder andere gefällt und werden wir erst der Wochen wirklich so kommunizieren. Also kann sein, dass man mit den ausländischen Spielern, wo man ja nicht sicher weiß, was passiert mit den Grenzen, was ist da, dass man da einfach sich die Verträge nicht verlängert. Trennen nicht. Ja. Apropos Verträge, du sprichst es gerade an. Normalerweise hat man ja bis Ende Mai Vertrag. Viele hätten, wenn man jetzt Meisterschaft spielt wie in der Bundesliga, hätte man müssen die verlängern. Steht auch bei den meisten drinnen quasi bis zum letzten Meisterschaftsspiel. Kommen wir ganz kurz zu der Meisterschaft 1920. Man hatte gesagt, man bricht die Meisterschaft ab, weil die Vereine Planungssicherheit brauchen und sie müssen ja planen können für ja, weitere Sachen. Hat sich jetzt irgendwas in eurer Planung geändert zwischen Meisterschaftsabbruch und jetzt? Man weiß nicht, wann man anfängt, man weiß nicht, wann Transferzeit ist, man weiß nicht, man verschiebt das alles nach hinten, aber so eine richtige Antwort und so eine Planungssicherheit kann man jetzt aber auch noch nicht haben, oder? Ja, Planungssicherheit in dem Sinn. Natürlich, wenn die Verträge bis 31. Mai gingen, bei vielen Spielern, bei uns ging es auch bis 31. Mai und dann halt, oder 30. Mai, weiß ich jetzt nicht, und 30. Juni im Prinzip, ja, gibt es unterschiedliche Verträge in dem Sinn. Und natürlich ist die Planungssicherheit, weil die, was ich jetzt nicht verlängern will, sind mit 31.5. ist der Vertrag ausgelaufen, brauche ich nicht mehr bezahlen. Aber wir werden 80-85% unseres Kaders verlängern, in dem Sinn. Und von den Verträgen her und dadurch sich jetzt von der Planung her, ja, die Verträge muss man halt anders schreiben. Nicht? Also, ich bin jetzt einmal überlegen gewesen, mache ich da eine Covid-19-Klausel hinein. Nicht? Weil, wie gesagt, noch einmal kann man sich das natürlich nicht leisten, dass man die Verträge teilweise bis zum Vertragsende erfüllt, so wie es halt wir gemacht haben. Zu diesem Thema komme ich dann gleich. Ganz kurz nur, weil du gesagt hast, auch Verträge und Planungssicherheit. Wie wichtig ist das für euch? Jetzt haben wir Ende Mai. Oliver Lederer trainiert, ganz normal. Die Spieler sind bis Ende Mai beim Verein, wird dann wieder eine Pause gemacht, wird durchtrainiert. Viele Vereine sagen auch, für was soll ich jetzt trainieren? Wir wissen ja nicht einmal noch, wann die Meisterschaft anfängt. Wie macht ihr das? Sagt ihr jetzt, okay, wir machen jetzt 2-3 Wochen, dass die Leute beschäftigt sind und dann machen wir wieder Pause und dann fangen wir wieder an? Nein, ich glaube, also wir trainieren jetzt seit einer Woche schon und werden auch weiter trainieren. Urlaub haben die Spieler jetzt genug gehabt in den 2 Monaten, wo sie nichts zum Tun gehabt haben, beziehungsweise nur Heimtraining gehabt haben. Also dadurch, dass wir auch den ganzen Kader fast verlängern, ja, wollen wir natürlich schon, dass der Kader bei Laune bleibt, dass der Kader mit dem Ballen trainiert. Und ja, wir werden sicher irgendwann eine Pause einlegen, aber die wird eines Erachtens irgendwann Anfang Juli werden, dass wir 14 Tage, 3 Wochen vielleicht einen Urlaub einbauen. Ich glaube, dass man mit Mitte Juli wieder voll trainieren darf, auch mit Kontakt trainieren darf und dass irgendwann Mitte August Cup oder Ende August Cup sein wird und dann die Meisterschaft wieder beginnt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Politik jetzt da noch weiter so viele Fanzen macht und so im Trockenen liegen lässt in dem Sinn, weil was wollen wir noch alles ruinieren? Du sagst ja gerade, im Trockenen liegen lassen und noch ruinieren. Die Corona-Krise hat ja viele Vereine hart getroffen, nicht nur Vereine, auch andere Gastronomen und so weiter, Kulturveranstaltungen und so. Der Schaden, der euch zum Beispiel entstanden ist, ihr habt Spieler, die in einer Kurzarbeit sind, hat immer geheißen, man bekommt einen Zuschuss, man
es wird schnell geholfen, es hat keiner Verluste. Kurzarbeit, Thema 1, zweitens Förderung, drittens Zuschuss, hat es schon irgendwas gegeben? Nein, im Prinzip habe ich schon 2 Monate Kurzarbeit, also halben März und April abgerechnet, bis heute habe ich keinen Euro gesehen. In dem Sinn. Wenigstens eine Nachricht oder so bekommen, dass man es vielleicht absehbar kriegt oder so? Ja, man hat auch Zustimmung bekommen, okay, mit einem gewissen Betrag, aber im Prinzip ist bis heute nichts passiert oder zumindest habe ich noch nichts auf unserem Konto eruieren können, dass da Geld eingelangt wäre. Ja, wie gesagt, bei uns ist es natürlich mit dem Schaden. Wir hätten Champions Trophy gehabt, Jugendturniere, natürlich Kantinen, einen Matchpatronanzen. Ich brauche es gar nicht aufzählen, weil ich glaube, alle Funktionäre und alle Obmänner wissen, welcher Schaden das entstanden ist. Ja. Und ich finde es halt traurig. Selbst ich habe viele Geschäftsleute, die was auch Kurzarbeit angemeldet haben, so wie mir auch beim Verein, 4 Spieler, die was halt Profis in dem Sinn sind, was mein Kurzarbeit an, dass da nicht einmal irgendwas, das sehen sie ja. Wir zahlen ja Finanzen, wir zahlen Steuern, wir zahlen. Ist ja eigentlich relativ einfach, dass ich da einmal ein Geld überweise, schnell. Und wenn irgendwas nicht passt, oder kann ich mir es immer noch beim Letzten dann anziehen. Ja. Aber finde ich für Frechheit, was da momentan passiert, was manchen Gastronomen, was manchen Einzelunternehmen da rede, koste es, was es wolle und was weiß ich was in der Politik. Und dann ist das sowas. Also das ist für mich eigentlich seit 10 Wochen, wenn wir Funktionäre so arbeiten täten bei einem Verein, ja, waren wir alle tot. Ja. Auf einen kannst du dich aber immer verlassen, glaube ich, das ist dein Bürgermeister, oder? Ja, mein Präsident, also muss ich ganz ehrlich sagen, also wie dieser Shutdown war, habe ich relativ schnell das ganze Budget im Prinzip zusammengerechnet, was ich verlieren will, dadurch, dass man eh alle Jahre einfach die Kalkulation und den Jahresbericht an den Niederösterreichischen Fußballverband schicken müssen als Regionalligist. Ist ja das für mich relativ einfach, hier was im Computer, einmal zu schauen, was fällt aus, welche Sponsoren fallen aus, welche Einnahmen fallen aus gegenüber vom Vorjahr. Und da war mir relativ schnell klar, was am Ende Geld da sein wird. Und dann habe ich Rücksprache gehalten mit unserem Präsidenten und Bürgermeister Andi Babler und habe ihm halt unsere Situation erklärt, wobei, wie gesagt, die, was ich in Kurzzeit geschickt haben, das ist ja weniger das Problem. Das Geld kommt ja irgendwann einmal. Oh, hoffentlich, in dem Sinn. Aber ich habe jetzt sehr viele Spieler, die was alle Studenten sind, die was alleine eine Wohnung haben, die was halt von dieser Aufwandsentschädigung prä plus geringfügiger Beschäftigung leben. Ja. Und da habe ich mir halt mit dem Präsidenten ausgemacht, dass man die nicht, und da war ich auch der Meinung, die können wir einfach nicht in den Stich lassen. Ja. Es sind eh viele Spieler, die was sich für uns entschieden haben damals, wo bei anderen Vereinen vielleicht mehr Geld drin gewesen war, haben sie sich für uns entschieden. Und da war das nicht mein Animo oder auch im Bürgermeister sein Animo nicht, dass wir da irgendwelche Spieler stehen lassen, dass die in der Mitte nicht zahlen können oder das nicht zahlen können. Es war einfach nicht unser Niveau und wir haben dann mit den Spielern, also ich habe dann eine Skype-Konferenz gemacht mit den Spielern, habe ihnen alles definitiv gleich gesagt, bis wann, bis wo es Geld gibt, wie viel Prozent das jeder kriegt. Und waren alle sehr zufrieden und dadurch, glaube ich, sind die Spieler zufrieden und ich glaube, es will ja keiner weggehen jetzt in irgendeiner Weise oder so. Sind das aber auch so Sachen, warum jetzt Spieler wie zum Beispiel ein Patrick Haas oder ein Oliver Mohr zurückkommen? Das glaube ich schon. Wissen, was sie an Dreiskirchen haben? Das glaube ich schon, weil wie gesagt, viele Vereine haben ja nicht ausbezahlt. Wadle Obendorf hat sich gerühmt mit neuer Tribüne und dort und da. Im Facebook und überall und denen und auf die Spieler am Pfiffen. Nicht? Also das sehe ich nicht ein, dass man nicht mit Spielern reden kann oder ist jetzt wurscht. Und wenn ich es auch nicht zahlen kann, dann muss ich mich mit den Spielern zumindest hinsetzen und muss mir einer sagen, pass auf, so und so ist. Und aber wie gesagt, das ist nicht mein Thema. Das müssen die anderen Vereine sich selber ausmachen. Ich muss selber auf meinen Verein schauen, also auf unseren Verein schauen und alles andere ist bei mir eine Nebensache in dem Sinn. Natürlich habe ich genug Anfragen jetzt und genug Angebote von Spielern, aber wie gesagt, der Oliver und wir wollen unseren Spielern die Chance geben, sie weiter zu präsentieren auch nächste Saison. Wir werden sie punktuell natürlich ein bisschen routinierter machen. Ich wollte gerade sagen, da wird noch ein oder zwei werden dann noch kommen, glaube ich, in Dreiskirchen, oder? Vielleicht. Ja. Muss man sich anschauen. Es muss auch
anpassen. Wie gesagt, bei mir ist auch noch 10-15% vom Budget für nächstes Jahr ist noch nicht wirklich sicher. Und 10-15% ist halt natürlich auf ein Jahresbudget schon ein Geld. Und da wird man schauen, ob man sich vielleicht noch den anderen Spieler oder den anderen leisten kann oder nicht leisten kann. Und wie gesagt, ich will das, was ich verspreche, will ich zahlen. Also das wollen wir zahlen und ich will nicht irgendwas versprechen, was ich dann nicht zahlen kann. Und das werden wir alles in die Verträge verankern und dann wird es kein Problem geben, glaube ich. Du hast es vorher auch angesprochen und du glaubst, dass Anfang September die Meisterschaft anfangen wird. Jetzt hat es in Oberösterreich und Kärnten bei den Verbänden, die sind vielleicht schon ein bisschen einen Schritt weiter als wir im Osten, die haben gesagt, das wird plangemäß stattfinden. Der Start wäre bei uns das erste Wochenende im August. Auch ab da, ab diesem Zeitpunkt dürfen ja auch Kulturveranstaltungen so wieder bis zu 1000 Leute die Pforten öffnen. Glaubst du, ist das möglich, dass wir quasi regulär beginnen mit der Saison im August? Oder bist du da wirklich so, dass du sagst, ich glaube eher im September? Also das war vermessen, wenn ich jetzt schaue, dass die zweite Liga bis Ende Juli spielt. Und dann nehme ich einmal an, wird der ÖFB Cup auch irgendwann die erste Runde sein. Und das glaube ich nicht. Und wenn man ab 15. Juli erst vielleicht mit Körperkontakt trainieren darf im Amateurbereich, nehme ich an, dass es bei uns eben, wie gesagt, Mitte August oder Ende August losgehen wird. Ich meine, der Niederösterreichische Fußballverband, was ich so gelesen habe, plant den Nachwuchs mit 6. September Meisterschaftsbeginn, also vorläufig einmal, kommt auf die Regierung natürlich darauf an, muss sie die auslocken lassen. Aber ich glaube, die Regierung muss jetzt auch mal schauen und einmal öffnen und einmal was tun, weil so kann es ja nicht weitergehen, wollen wir alles ruinieren in dem Sinn. Oder? Ist immerhin noch die schönste Nebensache der Welt. Ne? Und man freut sich auch wieder auf den Sportplätzen zu sein, wenn man Leute trainieren sieht. Ich glaube, es geht jetzt gar nicht um den Fußball oder um das Basketball oder um das. Es geht überhaupt um die komplette Wirtschaft. Dass die Leute wieder rausgehen, dieses Angstmachen. Also mir ist jetzt passiert, ich habe zwei alte Frauen mit einer Schutzmaske bei uns in Dreiskirchen vor dem Fleischhocker, hat sie die aufgehauen mit dem Kopf nach hinten auf dem Beton. Nur was im Freien sogar schon Masken tragen. Ich meine, das ist ja Angstmache und ein Dingmache für diese Leute. Das ist ja, da riecht man ja, glaube ich, mehr Schaden an, als was jetzt da. Es ist schon klar, aber ich glaube, wir müssen sich einfach daran gewöhnen und mit dieser Krankheit einfach leben. Weil, wie gesagt, wann wollen wir eine Injektion oder, wie gesagt, ein Spritzen oder irgendwas für diese Krankheit wird es bis zum Jahr 2021 nicht geben. Also wollen wir da jetzt warten bis im Jahr 2021, dann brauchen wir eh nicht mehr anfangen. Aber es wird vielleicht auch jährlich dann irgendeine andere Krankheit kommen und ich kann mir nicht vorstellen, dass man das dann jedes Jahr machen kann. Werner, das war einmal jetzt so ein grober Überblick über was in Dreiskirchen passiert ist, was in Dreiskirchen passieren wird. Vielleicht kennst du sie schon, wir haben eine neue Rubrik bei uns. Wer weiß mehr, gibt es ja nicht mehr und dein Partner, dein kongenialer Partner Hans Pegel ist ja auch nicht hier. Vielleicht hast du schon mal etwas gehört, es gibt so ein Spiel, das heißt Stadtland Fluss. Habe ich schon gesehen, die Sendungen, die zwei. Hast du gesehen, die Sendungen. Und meine Damen und Herren, und wir zwei spielen jetzt auch. Stadt, Land, Fluss. Ja, so schaut's aus, Werner. Hier hast du natürlich einen vorbereiteten Zettel, nicht so wie Günther Amberger, der 20 Minuten, glaube ich, einen Zettel gesucht, der den Strapper da warten lassen. Ja. Na, sehr was. Wir erklären es ganz kurz. Jeder kennt Stadt, Land, Fluss. Wir haben 10 Begriffe. Stadt, Land, Fluss, Name, Sportart, Ostliga, Kicker, Schiedsrichter, Fußballbegriff, Sportler und Verein. Und wir haben so circa, sage ich jetzt mal, 1,5 Minuten Zeit, 90 Sekunden, weil ein Spiel ja auch 90 Minuten dauert, um das auszufüllen. Einer sagt A, der andere sagt Stopp, dieser Buchstabe geht dann. Willst du das überhaupt aufnehmen? Du hast ja das letzte Mal leider verloren in einem schweren Spiel. Jetzt spielst du gegen mich, ist es leicht, also wirst du gewinnen. Also, ich bin sicher nicht vorbereitet. Du wirst dich schon vorbereitet haben. Ich bin unten gesessen mit 26 Buchstaben und habe alles durchgedacht. Ich bin verlieren gewöhnt, also ich habe kein Problem zum Verlieren. Na, vielleicht startet er jetzt diese Siegesserie für Dreiskirchen. Willst du anfangen, soll ich anfangen mit Buchstaben nehmen? Ich fange an. Stopp. Geh. Geh. Gustav. Gut. So, bist du bereit? Ja. Gut, los geht's.
Bei den Schiedsrichter bin ich gut. Hast du schon? Nein. Ui. Mir fehlt Nummer eins, dir? Zwei. Was? Zwei fehlen dir noch? Was kann Ostliga-Fußball oder was? Ha? Das ist ein Wahnsinn. Mir fällt auch keiner ein gerade. Okay. 15 Sekunden haben wir noch. 5 Punkte für das, was wir gleich haben, 10 Punkte für das, was wir einzeln haben. Ich will dich da nicht außer Tritt bringen, aber ich rede halt gerne mit dir. Gut, ich sag Stopp. Ja? Eine Legende, sage ich dir nur, ja? Eine Legende. Du hast ja, die habe ich auch. Eine Legende? Ja. Ja. Stadthaus. Er spielt zwar nicht mehr, oder muss jetzt spielen? Nein, das ist ein Ostliga-Kicker. Hat auch mal gespielt. Ja, okay. Eine Stadt. Graz. Habe ich auch. Hast du 5 Punkte, genauso wie ich. Ein Land. Grönland. Habe ich Georgien. Haben wir beide 10. Den Fluss habe ich vergessen. Siehst? Ja gut, wie die Graz. Ui. Den habe ich vergessen jetzt. Ich glaube, ich bin fertig. Ah, ja. Namen habe ich in Günther. Habe ich auch. Mit TH oder ohne? Das ist jetzt das Wichtigste. Ich habe ohne TH. Ah, ich habe mit TH. Ja, mein H gespart. Nein, machen wir 5 Punkte beide. Sportart. Golf. Grasski. Jeden das Seine, ne? Mhm. Ostergar-Kicker. Sertan Günes. Jawohl. Den hast du auch, oder? Natürlich. Schiedsrichter. Habe ich keinen. Grobelnik. Okay. Bundesliga-Schiedsrichter, ja. Fußballbegriff. Goal. Gabaun. Sportler. Steffi Graf. Hm? Ich habe den Grabherr. Snowboarder. Okay. Verein? Habe ich Günzelsdorf, ist ein Nachbar. Günzelsdorf. Ich habe Grasshopper aus Zürich. So, habe ich 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75 bei G. 30, 40, 50, auch so 60, haben. 70, 75, ja. Ja, bitte. 3 Runden spielen wir, ja? 3 okay. Buchstaben. Du bist dran. A. Stopp. O. Open. Los! Verein, ein Fußballverein mit O. Hm? Kennst du die Musik? Jeopardy? Ich weiß schon wieder kein Ostliga-Kicker. Weißt du keinen Ostliga-Kicker? Günther Vorname auch noch nicht. Nein. Ist ja kein Künstlername. Ne? Das ist ja, mir fehlt keine Sportart ein. Mir fehlt nur noch der Schiedsrichter.
Puh, da bin ich viel schlechter. Fünf Sekunden haben wir noch. Stopp. Jetzt bin ich gespannt. Stadt. Oslo. Genau. Land. Oberösterreich. Oberösterreich ist kein Land. Warum? Das Land Oberösterreich. Ja, das, also da muss ich jetzt sagen, dass Oberösterreich ist kein Land, sondern nein. Okay. Habe ich Oman. Oman. Ja. Tut mir leid. Fluss? Oder. Da habe ich nichts. Ja. Name? Otto. Habe ich auch. Sportart ist mir auch kein eingefallen. Offroad. Fahren. Habe ich auch nicht, nein. Tut mir leid. Ostliga-Kicker. Osegovic. Oravets. Der Oravets. Zum Beispiel. Ja. Ekstaiskirchner. Schiedsrichter habe ich leider nicht. Ja, nicht. Fußballbegriff. Osterei. Osterei. Ist keiner, gell? Ich habe keinen. Sonst okay, ich habe ein Osterei. Ort ist gut, das sollte ja? sein. Sportler. Onisivo. Oswald. Verein? Oberwaltersdorf. Also nimmst du alle aus der Umgebung? Aus der Umgebung, okay. Ja. Osmanlispor. Wie? Osmanlispor. Das sind Türken, oder? Natürlich. Ist ja 10, 20, 30, 40, 50, 60. Uje, ich schwächel. 30, 40, 50, ich war nur 60. Ein Wahnsinn. 135 zu 135. Das war so wie bei Ann Berger gegen Strapajewitsch. Unfassbar. Naja. Gut. A. Stopp. F. Pum. Los geht's. Stopp. Eieieiei. So. Darf ich mich nicht so ausblicken lassen, wenn ich verliere. Jetzt ein Wahnsinn. Stadt. Frankfurt. Freiburg. Frankreich. Land. Frankreich. Fluss. Fischer. Bumm. Ich bin ganz gut in Geografie, ich habe gar nichts. Aber Strapajewitsch und Amberger habe ich segiert, weil es nie einen Fluss gewusst. Friedrich in Namen. Franziska. Sportart? Fußball. Mhm. Du auch? Mhm. Ostliga-Kicker, Fucic. Ja, ich habe den Herrn Warmeiner. Frank. Frank. Schiedsrichter? Frank Ruber. Frank, ich habe den Herrn Fahndler, einen ehemaligen. Faul. Ja, habe ich auch. Sportler in Franz, Skifahrer. Federer. Verein? Frankfurt. Habe ich auch. Dann habe ich gewonnen. Ja, das stimmt. Leider. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 205. 215. 215 zu 205. Werner, gratuliere. Ich gratuliere dir. Jetzt haben wir aber nicht gesagt, um was wir gespielt haben. Ja. Wurscht, die Leute müssen wir essen. Um wir essen, nicht? Natürlich, ich bin da ja noch entschuldig. Aber ich habe verloren, nicht du. Ja, ist ja wurscht, sind wir Paare, zwei ich jetzt. Nein, ich muss das Essen bezahlen. Ja. Was wünschst du dir für deine Dreiskirchner? Das müssen wir noch sagen in der neuen Saison. Was wünsche ich mir? Ich wünsche, dass wir einen guten Fußball spielen, dass wir viel Tore schießen, dass wir verletzungsfrei bleiben. Hoffentlich einmal viele Tore schießen. Ja. Wünsche auch allen anderen Vereinen alles Gute, dass wir vor allem zu 16 vielleicht nächste Saison spielen. Ist ja auch noch offen, wird das entschieden. Das wäre gut, weil 15 in der dritten Liga Österreichs zum Spielen, das wäre peinlich wieder, finde ich. Hat man ja auch, hast du mir erzählt, ein niederländischer Fußballverband will diesen Platz
für sich beanspruchen. Es gibt auch drei Anwärter. Das ist Krems, dem Zweiter der Vorjahressaison, wie Stripfing aufgestiegen ist, Retz und Kottingbrunn. Die wollen diesen Platz haben und der niederländische Fußballverband tendiert vielleicht eher sogar dazu, diesen Platz gar nicht zu vergeben, weil es gerechter ist, vielleicht sogar. Ja, weil wir wahrscheinlich alle anderen Liga auch aufstocken müssen. Und dann geht es wieder darum, wer kommt in die nächste Liga auf. Würden sie sich wieder viele Sorgen bereiten, wahrscheinlich, aber trotzdem finde ich, müsste man an 16. und sollen sie von Wien die Wiener aufsteigen lassen oder egal, irgendwem, aber mit 15 Vereinen in der dritten Liga zum Spielen, nur weil man einfach da irgendwas aus dem Weg zum Gehen, glaube ich, war nicht richtig. Also, und ich glaube, das wünschen sehr alle anderen Vereine, dass man mit 16 Vereinen spielen dürfen oder können. Wenn es nötig ist, spielen wir mit 18, ist mir auch wurscht. Im Prinzip. Aber ungerad ist immer schlecht in dem Sinne. Haben wir auch schon gehabt, das wollen wir nicht mehr. Die deutsche Bundesliga hat begonnen, die österreichische Bundesliga beginnt bald und wir hoffen natürlich auch, dass die dritte Liga bald beginnt und dass die Spieler wieder Zweikampf trainieren können, wieder so zur Normalität zurückkehren können, wie sie im Herbst schon gespielt haben und zwei Frühjahrsrunden gespielt haben. Ich sage, Werner, danke für dein Kommen. Gratulation zum Sieg. Ich habe dich gewinnen lassen müssen. Jetzt hast du auch einmal gewonnen. Jetzt weißt du, wie das ist. Und die Dreiskirchner Siegesserie kann jetzt beginnen, meine Damen und Herren. Und ich bedanke mich auch bei Ihnen fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal bei der dritten Liga bei uns hier auf krone.tv. Wiederschauen.